Ich darf nun mal zu unserem letzten Startup-Pitcher aufrufen. Das ist die Figur hier links neben mir. Es ist Philipp Schnurr von Ahead Screen. Bitte herzlich willkommen heißen auf die Bühne. Vielen Dank. Ich schicke gerade noch ein ganz bisschen. Ich nutze mal ganz kurz die Zeit. Wenn es geht, letzte Präsentation noch ein bisschen ruhiger sein, weil es ist ja gerade eine coole Idee, dass die Menschen sich vorstellen und dass wir eine Top-Experten-Jury haben. Deswegen noch ein bisschen ruhiger sein oder ansonsten draußen auf der Terrasse weiterreden, weil wir den Respekt natürlich von der Jury haben. Viel Spaß. Machen Sie mit, ich zeige Ihnen, wie es geht. Ja, mein Name ist Philipp Schnurr, ich bin von der Headscreen, ich bin Art Director, Filmregisseur und ja, ich habe ein Logo entwickelt. Zuerst war das Logo da und irgendwann kam die Idee, hey, warum nicht das Logo mal in echt umbauen, und dadurch ist quasi dieses Produkt entstanden. Ich nenne es ein Infotainment Terminal, ist eine einfache Art, des Humanoiden, sag ich mal. Humanoiden sind schwer im Kommen, davon gehe ich aus. Die nächsten 15 Jahre werden wir ein starkes Wachstum an Humanoiden sehen, in allen möglichen Bereichen. Das darfst du mich aber nicht unterbrechen kurz. Das ist ein Humanoid für, also ich nenne es jetzt mal Humanoid, das ist natürlich sehr rudimentär, ja, aber wir haben da natürlich noch großes Potenzial, er soll natürlich langfristig sprechen können. Diese Figur sehe ich vor allem in Baumärkten, in Stores aller Art, in Tankstellen, am Bahnhof, quasi überall, wo Sie bis jetzt irgendwie irgendwo ein Touch-Display sehen, aber den eigentlich kaum nutzen. Zum Beispiel in Rewe sehe ich sehr häufig irgendwelche PayPal-Automaten, nutzt kein Schwein, weil sie mich einfach irgendwie nicht ansprechen. Und dieses Tool soll sich einfach erstmal ein Eyecatcher sein und Sie dann ja, ansprechen können, und das kann sie natürlich auch bis jetzt. Also schon, sie hat hier einen Motion-Sensor, und wenn ich jetzt daran vorbeilaufe... Haben Sie Lust, an einem Gewinnspiel teilzunehmen? Dann spricht sie sie an. Machen Sie mit, ich zeige Ihnen, wie es geht. Ich gehe natürlich dann hin, kann natürlich dann hier teilnehmen an dem Gewinnspiel. Schön, dass Sie teilnehmen wollen. Kommen wir zu den drei Fragen. In dem Fall... Wie hat Ihnen unser Service gefallen? Ich schalte es nochmal aus ein bisschen. In dem Fall führt sie jetzt eine einfache Umfrage durch, fragt sie, wie hat sie Ihnen gefallen in einem Store, haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben und so weiter, etc. Und zum Schluss, darum geht es dann eigentlich, kann diese Dame dann irgendwelche Leads generieren, sei es durch ein Gewinnspiel oder andere Aktivitäten, ist die Zeit schon um. Und der User kann dann seine E-Mail-Adresse eintragen und an einem Gewinnspiel zum Beispiel teilnehmen. Wurden Sie von unserem Fachpersonal freundlich und kompetent beraten? Also es kann natürlich noch deutlich mehr, zum Beispiel könnte die Vision ist, dass man sie natürlich richtig ansprechen kann. Muss ich abbrechen? Soll ich direkt jetzt zu Fragen? Über den anderen Startups. Okay, ja gut, dann stehe ich jetzt vielleicht einfach nur zu Fragen zur Verfügung. Wenn Sie welche haben, beantworte ich die gerne. Vielleicht führen wir es einfach kurz zu Ende. Dann sehen Dritte Frage. Haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht haben? Es ist quasi die Vorstufe eines Beraters, und wenn man dann einen echten Menschen braucht, dann könnte die Figur den Berater rufen. Okay. Und, wo soll das Ding stehen und was kostet das? Das kann, wie gesagt, überall stehen, wo irgendwie auch ein Display steht. Das könnte natürlich an jedem Eingang, in Bankfilialen, es könnte in Museen, im Freizeitpark, eigentlich überall. Und das kostet, so wie es jetzt da steht, ohne Content, ohne Software, nur die reine Hardware, circa 3.500. Und dann ist die Software individuell und der Content individuell. Wenn Sie jetzt Heidi Klum zum Beispiel buchen, um einfach nochmal einen größeren Eyecatcher zu haben, oder Sie haben ein Model oder sonstiges Testimonial, dann gehen natürlich die Kosten hoch, das ist klar, aber das ist... betrifft ja dann nicht die eigentliche Idee. Ist das dann herkömmlichen Systemen, die sagen wir mal Meinungsforschung in irgendeiner Form anbieten, ist das überlegen, ist das kostenmäßig überlegen, wenn ich jetzt eine normale lebende Dame dahinstelle und die macht die Umfrage, ist das nicht viel günstiger? Ja, das können Sie ja mal ausrechnen, was Ihnen so eine Person kostet. Die würde mindestens 250 Euro am Tag kosten.
die Figur haben sie ungefähr in 6 Wochen, hat sie sich akkumuliert. Also wenn wir jetzt nur die reine Hardware sehen. Also ich bin jetzt armer Boutiquenbesitzer und ich weiß, so eine Schaufensterpuppe, die kriege ich notfalls noch irgendwo im Schrotthaufen hinter meinem Haus. Da liegen die Dinger rum und die beiden Terminals da, die kosten ein Stück 150 Euro. Muss ja kein Apple nehmen. Da sage ich mir, wenn der Mensch von mir jetzt 3.500 dafür haben will, da baue ich mir das selber zusammen für Hardware und kaufe von ihm nur die Software. Weil ja, diese Terminals da, die kann ich ja... Machen Sie es mal. Ja, das baue ich Ihnen in einem damit doch zusammen, wie die das sagen. Es sieht simpel aus, aber ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht. Ich gebe Ihnen recht, 3.500 ist jetzt immer noch sehr hochpreisig bis jetzt angesetzt. Aber wir müssen natürlich mal gucken, wie wir auf den Markt einsteigen. Also es kann natürlich durchaus sein, dass wenn wir jetzt einen Investor finden, wonach wir natürlich auf der Suche sind, also wir brauchen jetzt erstmal einen Investor, der mit einer höheren 5-stelligen Summe irgendwie einsteigt, um das Ding ein bisschen nach vorne zu kriegen, dann sehe ich natürlich einen Preis später, wenn wir in die hohen Stückzahlen gehen, ich rede jetzt von einer einzigen Figur, wenn wir nachher irgendwie, sage ich mal, von 50, 100 oder 200 reden, dann sind wir natürlich nicht mehr bei 3.500. Und außerdem ist natürlich der reine Gewinn nicht der Verkauf der Figur, sondern der permanente Content, den wir dann für meinetwegen Aral produzieren, der immer wieder abgedatet und erneuert werden muss. Ich finde die Idee cool. Ich finde die Idee jetzt im ersten Gefühl, finde ich smart. Kriegt ihr den Content über einen OMTS? Nochmal bitte? Ja. Über einen OMTS? Wo kommt der Content her? Wie kommt der Content da drauf? Der Content ist bis jetzt auf dem Tablet. Langfristig soll der Content natürlich in der Cloud sein. Wir können den zentral steuern, sodass wir irgendwie 50, 100 Figuren steuern können. Bis jetzt ist der Content... Entschuldige. OMTS-Karte, darüber spielt ihr den Content. Es ist jetzt keine OMTS-Karte drin, aber es soll natürlich eine OMTS-Karte rein. Auch. Das heißt, in dem jeweiligen Shop kann ich über WLAN das Modell bedienen und kann den Content dann reinspielen? So soll es sein, genau. Ja, also ich finde die Anschaffungskosten unglaublich hoch, vor allen Dingen, wenn wir jetzt über lokalen Händler reden. Eine Kette hat einen unglaublichen Aufwand, was Operations angeht. Das Ganze muss ja gemanagt werden. Wenn jetzt irgendwie ein H&M bekommt und sagt, ich möchte irgendwie 2000 Puppen stehen haben, dann muss das ja gemanagt werden. Ich finde aber die Idee trotzdem, die ist noch nicht ganz zu Ende gedacht, sehr interessant. Danke. Ganz nahes Problem. Ich nehme das Ding mal mit in den Betriebsrat. Die werden sich freuen, wenn sie das sehen, egal ob ich Penny, Rewe, Express oder Schraubenmüller heiße. Aber das ist mal ein ganz naheliegendes Problem, das man mal durchspielen muss im Kopf. Ich finde es im Prinzip auch interessant und spannend. Ich weiß halt nur nicht, wo es stehen soll nachher. Also ich glaube, was ihr ja wollt, ist Online-Ansätze, Gaming-Ansätze halt auch irgendwie so im weitesten Sinne in die Offline-Welt bei Rewe reinzukriegen. Und mein Gefühl ist, das ist nur Bauch, dass der Trend genau in die andere Richtung geht. Also dass der Rewe von morgen eher ist wie der Rewe von vorgestern, um die Leute anzusprechen. Dass deswegen Online-Ansätze offline in einem Supermarkt nicht funktionieren, wo ihr eigentlich rein wollt, um damit halt auch wirklich Geld verdienen zu können, weil die entsprechend viele Filialen haben. Also ich glaube, dass dieses Einziehen von Online-Modellen im Geschäft, etwa im Supermarkt, dass dieser Bumerang schon lange wieder in der Scheitelkurve ist, im Scheitelpunkt ist und es deswegen nicht funktionieren wird. Also die Idee ist noch nicht zu Ende gedacht, also die Frage ist, wo findet es statt, wo findet es dann so statt oder wo kann es so stattfinden, dass es dann halt auch wirklich bezahlt. Ja, also nein, ich erzähle nicht auf den Endpreis von 3 oder 2 oder bei welchen Preis wir nachher landen, das ist wirklich individuell, ich habe jetzt vorhin nur von einer Figur gesprochen. Ich glaube nicht daran, dass wir in Zukunft nur noch online einkaufen. Ich glaube fest daran, dass ich auch in 20 Jahren noch an die Tankstelle fahre oder irgendwo oder in einen Supermarkt gehe oder sonst irgendwo meine Kleidung kaufe, weil es einfach auch Entertainment ist. Ich möchte nicht irgendwie nur online irgendwie etwas einkaufen. Einkaufen hat für mich auch irgendwas mit einem Erlebnis zu tun. Und da schafft diese Figur auch einen Mehrwert, dass sie einfach ein weiteres Erlebnis
ein weiteres Erinnerungseffekt wirkt. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Ist ja nicht schlimm. Also das finde ich für ein Thema, für Awareness oder Brand überhaupt nicht. Aber für Lead-Generierung finde ich das super spannend. Weil es einfach haptisch ist, die Menschen stehen davor und vor allen Dingen mit dem Sensor weiß die Puppe letztendlich am Ende des Tages, wann jemand vor ihr steht. Für Lead-Generierung finde ich das super spannend. Wie gesagt, muss nur ein bisschen im Bereich App entwickelt werden, was die Datengenerierung angeht. Und da entscheidet, ihr könnt nämlich dahin, wo Google nicht hin kann, und zwar in die Offline-Welt. Genau. Und wir machen Marktforschungsbefragungen mit der deutschen Seniorenwerbung zum Beispiel. Da kostet uns ein Tag 350 Euro. Ja. Also auf den Messen. Ja? Dann stellen wir eine Dame hin, die sieht gut aus, meistens Medizinstudentin. Die schafft am Tag, schafft die 300 Fragebögen. So, und dafür zahlen wir 350 Euro. Und die kann sich amortisieren, so eine Puppe, aber da fehlt noch ein bisschen. Ja, es fehlen einfach, jetzt mal locker gesprochen, irgendwie 100.000 Euro, wo wir richtig ins Marketing gehen können und die perfektionieren können. Uns schwebt natürlich auch vor, Beacons zu installieren in dieses Programm, sodass wenn sie dann am Produkt vorbeilaufen mit dem Beacon, beziehungsweise dass sie über diese Figur Apps downloaden, wenn sie im Store sind, und um dann die Beacons zu lokalisieren auf ihrem Handy. Okay, verstanden. Ich hoffe, Sie haben es verstanden. Vielen, vielen Dank. Sehr spannende Startups. Jetzt geht es darum, dass die Experten in ihren jeweiligen Bereichen